Einen wunderschönen guten Tag zu dem Haul passend zum Vlog. Genau, ich werde die beiden Videos parallel hochladen, weil wir einfach heute so viel gekauft haben und ich würde es euch einfach gerne zeigen. Aber das würde den Vlog komplett sprengen, deshalb mache ich das jetzt extra. Wir sind auch gerade nach Hause, ja. Und bevor das jetzt auch ein ewig langes Video wird, fangen wir an. Als erstes waren wir bei H&M. Als diese Tüte zusammenkommen, ja, natürlich hauptsächlich für Kind, ne? So, aber erstmal für den Papa ein ganz simpler, stinknormaler Gürtel. So ein schwarzer mit so einem, ja, normalen Stoffband. Einfach, ja, ihm rutschen immer die Hosen vom Hintern. Ne? War 4,99 Euro, also ein ganz einfaches Teilchen. Dann musste natürlich ein Cappy mit fürs Kind. Ich weiß es, wir haben Winter, wir haben es jetzt auch schon 86 genommen, damit es dann nächsten Sommer sozusagen passt. Ist recht groß. Ja, das musste natürlich mit, weil die sind ja jetzt im Winter runtergesetzt auf 4 Euro. Das war im Sale. Genau. Dann haben wir... ich hole es hinaus. Genau. Dann haben wir einen, ja, Winterfußsack, keine Ahnung, mitgenommen. Und zwar ist es wie so ein Schneeanzug gemacht, in dunkelbraun, schön gesteppt, drin richtig warm. Und unten aber nicht mit Füßen, sondern mit Sack. Also ist wirklich, kann man das Kind hier komplett reinlegen. Ja, so sieht das aus. Man kann das auch auf der anderen Seite noch aufmachen, dass man das hier richtig runterklappen kann. Den fanden wir irgendwie total schön. Den haben wir jetzt in der 68 mitgenommen, weil der von der Länge definitiv passt. Und ihr wisst ja, H&M fällt eh ein bisschen größer aus. Genau. Das ist 68, der war 29,99, aber ich glaube definitiv, dass der gut warm halten wird jetzt im Winter. So, das. Weiter geht's, weiter mit fürs Kind. Ein Zweierpack Schlafanzüge und wie sollte es anders sein? Im Batman-Stil einmal so und einmal so, also sind zwei Stück. Das ist auch Größe 68, weil ich hatte die 74 in Hand und die ist ja wahnsinnig lang. Ich bin mal gespannt, weil ich habe letzte Woche erst bei H&M auch Schlafanzüge bestellt, weil wir haben irgendwie kaum noch welche. Und die sind da 74 und ich könnte wetten, die sind richtig, richtig groß. Aber gut, dann heben wir die auf, bis die dann passen, ist ja kein Thema. Ja, und der Doppelpack war 17,99. Genau. Die beiden Schlafanzüge. So, weiter. Das letzte Stück bei H&M ist ein Pullover für den Kleinen. Und wie soll es wieder anders sein? Ein Batman-Pullover. Aber ich fand den so schön. Der ist einfach wie so, er ist normaler Stoff, aber so ein bisschen auf Jeans-Style gemacht sozusagen. Und dann ist hier diese dunkelblaue Fledermaus und dann steht in, ist das weiß oder ist das so ein gelb? Ist, glaube ich, so ein bisschen so ein gelblicher Ton. Ja, in der Kamera kommt es besser rüber. Batman drauf, genau. Und das ist jetzt aber schon Größe 74, weil der Pullover, dachte ich, das passt definitiv. Genau. Das. Ach so, und der kam 14,99 €. Ja, das ist auch schon H&M gewesen. Ihr seht, nichts für die Mama, nur für Papa und Kind. Aber Mama kommt heute auch noch. So. Das. Dann waren wir bei Tchibo. Ja, weil ich wollte unbedingt, ich hatte mir das letzte Mal... im Kaufland habe ich das, glaube ich, mitgenommen, weil die auch so einen Chibo-Ständer haben. Eine Leggings fürs Training mitgenommen. Und die ist extrem toll gewesen. Da war ich total begeistert. Und da habe ich mir jetzt nochmal eine in Schwarz mitgenommen. Das ist halt so eine ganz normale Sportleggings, ne? Aber die andere ist so ein dunkelblau-schwarz gemustert irgendwie. Und die ist echt schön. Und da habe ich jetzt gesagt, jetzt möchte ich noch eine haben. Ich glaube, steht hier irgendwo im Preis drauf, aber ich glaube, die war 17,99 €. Ja, also das. Und dann gab es noch das für meinen Mann. Im Winter kann man das immer gebrauchen. Und das haben wir eigentlich immer von Tchibo und das ist auch echt supi. Genau. So, weiter geht's. Das war auch schon bei Tchibo, da haben wir nicht so viel. Dann waren wir für die Mama bei Tellywheel und ich habe eine Hose, eine neue. Ja, ist im Endeffekt eine ganz normale Jeanshose. Ja. Es gibt ja tausende Jeanshosen mit einem Haufen Löchern drin, wo ich mir denke, okay, im Sommer ist, ich ziehe das auch extrem gerne an, aber im Winter friert man sich dann den Hintern ab. Von daher wollte ich da definitiv keine. Und ja, die ist halt komplett und von der Waschung sieht sie halt auch echt schick aus angezogen. Und ich liebe die Hosen von Tellywheel, muss ich sagen. Die, also bei mir passen die super, ich kann da echt nichts sagen. Und ja, die kamen 25,99 €, aber es gab 30%
auf alles, genau. Also sozusagen ein bisschen weniger. Und es ist eine 34. Ich hatte früher in den Tellywheel-Hosen eine 32 vor der Schwangerschaft. Jetzt ist es eine 34, aber alles gut, ne? Kann ich mich nicht beschweren. So, das gute Stück. Und dann gab es noch einen Pullover für die Mama. Und zwar, ich muss mal gucken, wie rum er ist. So, so ein bisschen so ein Oversize-Pulli. Einfach so ein normales Sweatshirt ohne Kapuze in so einem Bordeaux-Rot. Hier vorne Girl Power, be the girl who decided to go for it. Genau. Und dann so ein paar Bilder von Frauen drauf. Das ist jetzt Größe S, habe ich genommen. Wäre 19,99 gewesen, aber auch halt die 30%. Weil ist ja dieses Black Friday-Zeugs immer noch gewesen heute. Genau. Von daher gab es das noch. Und der ist echt schick. Und der ist auch schön warm. So, weiter geht's. Dann hat so ein neuer Sportladen oder Klamottenladen irgendwie eröffnet. Und da gab es einen Haufen Adidas-Sachen und die hatten auch Prozente, also 10% auf alles. Und mein Mann ist ja so ein kleiner Adidas-Freak, ne? Wisst ihr ja, habe ich euch schon erzählt. Und da gab es für meinen Mann eine Mütze. Einfach eine Wintermütze. Braucht er mal wieder eine neue. Und die ist auch mal Gott sei Dank schön groß, weil die meisten sind immer so klein und die passen an den Männern nicht auf den Kopf. Und ja, also die gab's, die kam 11,20 Euro inklusive der 10% Rabatt schon, genau. So, und dann gab's noch für den Kleinen, das ist jetzt schon Größe 86, also noch zu groß, aber es war so extrem reduziert und da dachte ich, das müssen wir jetzt mitnehmen. Und zwar ein Adidas Anzug, das ist so der Pullover, ist dunkelblau hier, ja, jetzt sieht man's, ist halt mit dunkelblauen Armen, ansonsten grau. Und ja, eine graue Jogginghose dazu, wo hier an der Seite dann auch nochmal Adidas draufsteht. Genau, wie gesagt, eine 86, aber der kam nur noch 25 Euro, beides zusammen. Und ich meine, jeder, der weiß, was so Adidas-Anzüge eigentlich kosten, dachten wir, nehmen wir auf jeden Fall mit. Er wächst dann schon irgendwie rein. Beziehungsweise, und ich meine, auch so ein Pullover mal zum Drüberziehen kann man selbst auch im Sommer anziehen. Also gerade wenn abends dann mal kühler wird oder so, oder auch an kühleren Tagen. So einen Pulli zum Drüberwerfen braucht man dann immer mal. Genau. Das. So, dann waren wir noch bei C&A. Da wollten wir nämlich unbedingt hin, weil wir einen neuen Langarm-Schlafsack für das Kind brauchten. Also einen mit Arm dran. Weil wir haben ja in der 70 einen von C&A und der wird aber jetzt, also ist jetzt echt schon richtig eng. Er kann kaum noch unten die Füße bewegen. Und ja, also ganz so hübsche gab es nicht, muss ich sagen. Wir haben uns jetzt für einen mit Häschen entschieden. Ob das jetzt nun zu mädchenmäßig ist, keine Ahnung, aber er schläft nur da drin, ne? Ist so in Brauntönen die Häschen halt drauf, mit Armen, die man auch abmachen kann. Der kam 29 Euro und ist jetzt halt 90 cm lang, also ist auch schon richtig groß, ne? Aber das ist halt dann die nächste Größe. Jetzt meckert das Baby. Ich hole es gleich. Genau, ist dann halt auch schon die nächste Größe und den wollten wir jetzt haben. Das ist echt zur Gewohnheit geworden, dass ich den Kleinen am Ende, also immer so circa eine Hälfte des Videos mit reinhole. Aber wenn er nicht ruhig ist, was soll ich machen? Genau, wir waren bei C&A. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht der hübscheste, aber wir haben jetzt einfach einen. Ich hatte auch noch einen bei Amazon bestellt, der ist auch da, aber zwei sollte man schon haben, gerade wenn er dann doch mal irgendwie was vollspuckt oder einer in der Wäsche ist. Deshalb, gab es jetzt den. So, und dann gab es bei C&A noch was. Tigger! Also ein Bademantel von Tigger. Den fand ich ja so hübsch. Und oben auf der Kapuze ist Tigger drauf. Das ist jetzt Größe 80. Das müsste aber dann bald jetzt auch passen, denke ich. Aber ist der nicht niedlich. Der musste einfach mit. Und der kam 19 Euro. Genau. So, das war es auch schon wieder bei C&A. Dann waren wir noch im Toys R Us. Eigentlich wegen einer Sache, weil wir brauchten neue Nachfüllkassetten für unseren Windeleimer. Und dort haben die aber tatsächlich nur in den einzelnen Packs. Und jetzt habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir jetzt zwei mit, da haben wir zumindest erstmal wieder welche da. Und ich bestelle ansonsten mal so einen Sparpack im Internet. Also ich denke, da kommen wir definitiv besser. Da kam jetzt eins, 8,99 Euro, also ist schon heftig. Ich hatte sonst für sechs Stück 36 Euro, glaube ich, bezahlt. Also, ja, haben wir jetzt nur die zwei mitgenommen, damit wir jetzt erstmal wieder was da haben. So, dann gab es für das Kind dieses gute Stück
Das haben wir jetzt auf dem Rückweg auch schon benutzt, deshalb ist auch schon die Pappe ab, aber die Plastikdinger sind auch dran, weil wir hatten keine Schere mit. Wir haben dann einfach sein Spielzeug, was halt aus dem Maxi-Cosi immer wieder rausgefallen ist, hier dran gemacht und dann am Maxi-Cosi und dann konnte es nicht mehr wegfallen, ne? Ja, ist von Obal, das kann halt auch gut greifen und so und hat auch im Wagen schon, wo wir es auch reingelegt hatten, hat er schon die ganze hier, er greift schon wieder danach. Ja, bitteschön. also das kann er super greifen und wir sind ja eh Obal-Fans. Und wenn wir gerade bei Obal, wie viel das gekostet hat, kann ich euch echt nicht sagen, ich weiß es nicht. So, und wenn wir jetzt gerade bei Obal sind, gab es noch das. Also ich muss dazu sagen, mein Kind und mein Mann haben bestimmt eine Viertelstunde vor dem Obal-Regal gestanden. Und mein Mann hat dem Kind alles in den Wagen gelegt und immer gefragt, möchtest du das? Möchtest du das? Möchtest du das? Und am begeistert war er tatsächlich von dieser Halterung. Also von diesem Ding hier. So, und dann gab es aber diese Dinger noch. Die kann man halt auch mit in die Wanne nehmen und ja, da Wasser rein und das drüber laufen lassen und ach, keine Ahnung. Also einfach so Becherchen zum Spielen, wozu auch immer. Ist ab 6 Monaten und ich glaube, die kam 8 Euro, 9 Euro, irgendwie so. Ja, das dafür haben sich dann meine Männer nun entschieden. Da habe ich nicht mitgeredet. Das haben sie dann einfach unter sich ausgemacht. So, das gab's. Dann gab's dieses gute Stück von Rare. Die Josie von Josie Weber, die hatte jetzt ihr auch ihr Beikost-Video hochgeladen und da hatte sie das als Empfehlung gegeben und das fand ich extrem gut, weil ich die ganze Zeit schon überlegt habe, wie halte ich den Brei warm, wenn ich weggehe, weil ich wenn wir irgendwo im Park sind, kann ich ja den Brei nicht warm machen, ne? Wenn wir über den Mittag irgendwie nicht da sind. Und das soll wohl wirklich ein paar Stunden das schön warm halten, also essfertig auch warm halten. Und ja, das probieren wir jetzt mal. Das haben wir jetzt auch gekauft. Fragt mich nicht, was es gekostet hat. 10 Euro, 12 Euro. Schätze ich jetzt mal. Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, also das probiere ich aus. Und danke für den Tipp, liebe Josie. So, dann gab es bei Toys R Us noch... Ne? Die. Jetzt blinkt auch noch mein Akku. Oh nee. Und zwar neue Sauger, weil ich hatte ja diese zum Verstellen und die sind echt, Entschuldigung, aber echt blöd. Deshalb haben wir jetzt nochmal eine Packung Sauger gekauft. Und was die gekostet haben, 4, 5 Euro, glaube ich. So, und dann gab es noch eine Nose Frida. Ich hatte ja mal gefragt bei Instagram wegen den Nasensaugern, was ihr empfehlen könnten. Einige hatten mir tatsächlich denen empfohlen und heute habe ich den bei Toys R Us gesehen und dachte, okay, jetzt nimmst du ihn mit. Ich habe mich immer ein bisschen davor gescheut, einen, wo ich so saugen muss, zu nehmen. Aber der hat, glaube ich, ja dann auch einen Filter mit drin, dass das nicht in meinen Mund gelangt. Und der kam, glaube ich, 12, 13 Euro. Ich glaube schon. Genau, den gab's. So, das war's bei Toys R Us. Und jetzt geht's ganz im Schnelldurchgang mit Ikea weiter. Und zwar als allererstes ein Schäler. Brauchte ich einfach. Dann eine Matratzenauflage für Krümels neues Bett. Dann zweimal Bettlaken für das neue Bett. Ganz einfache weiße. Ja, was das alles gekostet hat, ich kann es euch gerade echt nicht sagen. So, dann ein, sagt schon, ein Nestchen gab es noch in weiß mit so ein paar Sternchen. Das ist eigentlich das Standardnestchen von Ikea. Jo, und dann, ach genau, eine neue Matratze für das Bett, weil wir haben ja das Bett von meiner Schwester bekommen. Und ich möchte einfach eine neue Matratze reinhaben. Und da haben wir noch eine neue Matratze mitgeholt. So, und als letztes hat der Papa dem Krümel noch etwas Schönes gekauft. Hallo. Ja, das ist der Hund. Um das Kind im Ikea zu beruhigen, hat der Papa gesagt, gut, ich lege dem Kind das in den Wagen. Und dann hat das Kind das nicht mehr losgelassen und er musste mit. Ja, wir haben noch keinen Namen, aber er ist riesengroß. Sieht man vielleicht, ne? Ja, der gehört jetzt zu uns. Das ist jetzt das neue Familienmitglied. Ja, Goodie, ihr Lieben. Das war auch jetzt der Haul und ja, ich hoffe, ihr habt auch den Vlog geguckt und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.